Hallihallo, Hallöle, willkommen zu Transroad USA. Wir lassen unseren Truck hier mal rumtrucken. Wir haben jetzt gerade noch einen aktiven Auftrag hier da drüben nach. Wohin denn überhaupt? New Orleans war das, glaube ich, oder? Bin mich nicht alles deutsch, du. Nach New Orleans, exakt. Also, das gibt gut Kohle. 3 Tage nach Fristende, ja, aber wir wollen auch keine aufgebrochenen Abträge. Keine aufgebrochenen Abträge, jo. Was macht er? Was tut er? Kann man mal sagen, was er tut? Beschäftigte Trucks, Auftrag 1 aus Fahrplan 1. Es ist kein Truck festgelegt. Ich habe doch einen Truck festgelegt, oder nicht? Och Mann. Das habe ich, glaube ich, vergessen in der letzten Folge, du. Das muss er halt wenden, ja. Mist, das muss er so weit wegwenden. Ach, das ist doof jetzt. Ja, selber schuld. Weißt du was? Selber schuld. Ja, das hab ich selber verbockt, ne? Dann darf ich ja einmal wenden. Soll er machen, das war jetzt mein Fehler. Kann ja auch nichts machen. Also wir müssen halt immer rechtzeitig auch die Trucks zuweisen, sonst verplempern wir mal so einen halben Tag. Was kann man auch mal machen, ne? So einen halben Tag mal verplempern. Das ist eine Sache, die finde ich auch durchaus in Ordnung. Was ist denn mit unserem Geld? Ich habe keine Ahnung. So, also das ist voll noch in Time. Joa, vermute ich mal, ne? Das ist voll in Time, so. Also voll intim auch, vor allem. Also die Auftragsdetails, die ihr hier seht, die sind voll intim. Also das ist auch tatsächlich so. Was ihr bitte ein Wissenswertes. Achso, über meinen Dings. Okay. Fahrten ohne Fracht 0. Ja, ich bin gut. Ja, PS ist so eine Sache. Das ist unser Truck eben. Gibt es später natürlich andere zu kaufen. Umsatzausgaben. Kraftstoffkosten. Haha. Ja, Fahrerkosten keine, weil das nämlich unser Typ ist. Und... Boah. Ne, ist eine ganz coole Sache. Aber wie wir sehen, Kaufpreis für so einen günstigen Truck ist eigentlich voll in Ordnung. Das heißt, wir könnten uns tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwann mal einen anderen Truck leisten. Aber aktuell, was ist denn das da oben überhaupt? Wenn der Truck beladen ist, vom Kunden geliefert zum ausgewählten Truck Shop. Ah ja. Okay. Ja, was ist das denn da oben? Weiß ich nicht. Das ist Pausenzeit, oder? Ich habe keine Ahnung. Lass mal hier schneller beschleunigen. Es nimmt halt zu. Was macht denn er denn, wenn das voll ist? Ist das irgendwie so eine... Bin der denn unaufmerksam oder so? Kann das sein? Ich glaube, er muss auch mal Pause machen. Muss er denn Pause machen? Ja, die sind nicht so froh, die weiß ich nicht. Jetzt ist es wieder weg. Achso, es ist einfach ein ganzer Tag. Okay, ich habe es verstanden. Es ist einfach nur ein Tag. Ja gut. Dann haben wir das wohl verstanden. Glaube ich mal. So, wieder 4000 auf dem Konto. Und dann gucken wir das auch von hier aus. Das sieht auch tatsächlich ein bisschen anders aus vom Baustil her. In Louisiana. So. Ne? So, dann deliver du mal schön dein Zeug. So, ich mache mal ganz kurz mal die Pause rein. Weil jetzt möchte ich doch tatsächlich vielleicht mal ganz gerne hier so ein bisschen gescheite, sinnvolle... Routen planen. Also, von hier aus können wir jetzt halt eben diese ganzen Sachen planen. Nach Charlotte. Aber in Charlotte sind wir noch nicht gewesen. Nach Charlotte. When I was walking in Memphis. Nee, wollen wir nicht hinwalken. Es ist halt auch geil. Der ist halt sehr rentabel. Der ist sehr rentabel. Von dem her würde ich den jetzt eigentlich ganz gerne annehmen. Ja, weil anderes Sinnvolles gibt es bisher auch gar nicht. Dann haben wir auch mal wie so einen Privatunternehmer da drin. Und ich vermute mal, das ist eine ganz coole Sache. Aber jetzt erstmal annehmen. So, und dann müssen wir den Truck da drauf ziehen. Haha. Ich habe es verstanden. So. Was auch immer diese pinken Dinger da sind. Das sind auf jeden Fall nicht wir. Das sind wahrscheinlich Kollegen oder Konkurrenten. Ich weiß es nicht. Was sind das jetzt wir, ne? Da ist unser einer Truck. Der müsste jetzt irgendwann nochmal nach Miami fahren. Und dann können wir vielleicht eine coole, sinnvolle Route uns irgendwie überlegen. Ja, ne? Also, was haben wir denn? Auf jeden Fall, Spiel ist halt so, wie ihr seht, man hat eben im Prinzip diese Übersichtskarte, die halt eben mit sehr abgespeckten Details eben dargestellt wird. Und indem wir dann eben ranzoomen, kann man dann auch tatsächlich die Landschaften da sehen. Stelle ich mir jetzt vom Programmieraufwand relativ hart vor. Auch vom Ressourcenaufwand her, deswegen
Ist jetzt so eine Sache, also man kann relativ viel einstellen in den Optionen, aber man muss halt gucken, ne? So, jetzt muss man ein bisschen hier Gas geben, oder? Fährt er mit absichtlich so langsam oder geht es da berghoch? Er fährt so langsam. Warum tut er das? Ich verstehe ihn nicht. Was tut der Fahrer? Warum? Was tut er? Er soll fahren. Ich habe ihm gesagt, er soll fahren. Er fährt aber nicht. Ich verstehe ihn nicht. So, nehmen wir mit mehreren Trucks, kann man dann auch im Prinzip mehr oder weniger die gleichen Aufträge befahren, was das Ganze dann eigentlich später mal zu einem echt komplexen Spiel macht. Jetzt ist es noch recht viel warten, weil Städte erkunden. Aber später haben wir dann tatsächlich recht viel komplexe Arbeit zu machen. Aber man muss sich halt auch selber als Spieler erstmal ein bisschen da reinfinden. Deswegen ist das ja auch nicht das Verkehrteste. So, Dele. Auftrag abgeliefert, du. Ne? Da haben wir festgestellt. So. Jetzt ist natürlich so eine Sache. Bei denen haben wir jetzt einen recht guten Ruf. Jetzt gehen wir nochmal in die... Ach genau, man kann mit der Mausrad-Taste das wieder auf die normale Karten sich darstellen. So, Miami. Wo kommen wir da hin? Also Charlotte, das ist ja irgendwie echt beliebt, du. Wir müssen echt nach Charlotte, oder? Little Rock. Hm. Also Little Rock finde ich eine ganz gute Sache. 5000 pro Fahrt. 5700 pro Fahrt. Ja, soweit bringt halt auch echt mehr Zeit, du. Ja, das ist weniger, ne? Das ist halt das Problem. Ist halt aber auch nicht ganz so weit. Hm. Ist natürlich jetzt die Sache. Wollen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen was Größeres nach Little Rock machen oder so? Ist natürlich doof, jetzt gleich einen Doppelauftrag dahin anzunehmen. Aber so ganz so dumm ist es auch wiederum nicht, ne? Weil wir können dann halt währenddessen wir da, ne, und so. Währenddessen das so ist, also währenddessen wir hier so rumdümpeln, kann man im Prinzip versuchen, dort einen neuen Auftrag ausfindig zu machen, ne? Das ist so ein bisschen mein Ziel. Also wir lassen den Kollegen da fahren, wo auch immer der ist. Da unten. Was tut er? Er fährt aber schon einen das abholen. Nein, aber er fährt schon mit... Macht er das? Ich hoffe. Ich hoffe, er hat auch wirklich geladen. Ansonsten bin ich böse auf ihn. So, also wir gehen mal wieder in die Hauptansichtskarte und hoffen mal, dass er das jetzt macht. Ich kann da keine Garantie dafür übernehmen, du. Oh, sieht ja ganz ordentlich aus, ne? Also von dem her, ich mache mir das mal keine Gedanken. Lass mal ihn mal fahren und gucken halt kurz, bevor er da ist. Das war von Little Rock. Was übrigens eigentlich auch ein Kaff wäre, was mir mal gefallen würde, das anzugucken. Wie ein kleiner Stein und so. Süß. Hat auch eine ganz coole... Oh je, da kommt er angebraust, du. Hat auch eine ganz coole Lage. Und sieht schnuckelig aus. Vor allem das Parkhaus da ist schnuckelig. So. Jetzt kommt da gleich unser Kollege angefahren. Und dann gibt es hoffentlich im Idealfall hier gleich einen Auftrag. Ich hoffe mal, das kriegen wir so schnell da reingeschoben. Weil Leerfahrten sind halt doof. Am besten halt, bevor er gleich zurückfährt, sollten wir das irgendwie... Ich hoffe, ich kann auch erzwingen, dass wir ihn hier raufsetzen oder so. Hoffe ich mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Müssen wir mal gucken, dass wir das gleich mal erzwingen. Im Prinzip sollte man das alles im Voraus planen, aber das ist jetzt eine Sache, die geht hier jetzt aus Gründen nicht ganz so gut, ne? Deswegen versuchen wir das so irgendwie zu machen. So, ach nee, Pause noch gar nicht. Ich wollte sagen, machen wir ein bisschen langsamer hier, aber... So, Ruf 2 plus. Okay, jetzt müssen wir halt gucken. Jetzt ist er ja, glaube ich, eigentlich der Leerfahrt zugeteilt. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir von Little Rock aus... Was nach... Nee, nicht nach Dallas, sondern nach Miami oder was in der Nähe. Hm. Das, liebe Kinder, passiert, wenn man sich da absolut keine Gedanken drüber macht, was man hier tut. Ja, sie sieht ja, genau das ist das Problem. Jetzt fahren wir halt Leerfahrt zurück. Das ist doof. Wobei nach Memphis, das ist jetzt nicht schlecht. Dann fahren wir mal nach Memphis. Auch wenn wir wahrscheinlich ein bisschen Verspätung bekommen werden. Vermute ich mal, weil wir hier für recht wenig Zeit haben.
So, dann setzen wir ihn nämlich gleich da drauf und dann gucken wir mal, dass er das fährt. War halt so gedacht, dass wir auf dem Rückweg gleich was mitnehmen. Wo ist er denn jetzt, unser Guter, ne? So 9 Tage haben wir da noch. Ja gut, das kriegen wir aber hin. So, ich würde auch eigentlich sagen, dass er am besten erstmal kurz diese beiden Aufträge machen soll. Hin und her und dann auf den zweiten Rückweg von Memphis zurück dann den Rest macht. Ist gerade meine Idee. Ich hoffe mal, das passt irgendwie. So, jetzt müsste er hier die erste Fahrt machen. Aber ich hoffe, das passt auch alles mit den... Oh, ja. Das muss einfach alles passen, ne? Ich glaube da dran. So, wo muss er denn hin? Da muss er hin. Vermute ich mal. Jetzt müsste er hier die erste Fahrt fahren. Müsste. Tatsache, da kommt er. Ja, gibt aber wenig Kohle dafür, dass wir uns hier so lange aufhalten damit. Ach, schade. Ist egal, ich hoffe einfach mal, dass wir da jetzt nicht... Auftragskosten, Abbruchsgedönse da zu vermuten, zu verdingsen haben. So. Okay, dann gleich mal die Pause reinhauen. Vielleicht haben wir nämlich was für die Rückfahrt von Memphis nach darüber. Nach Little Rock. Eine Fahrt. Exakt, das wollen wir haben. Genau so was wollen wir haben. Memphis nach Little Rock. Bestätigen wir natürlich. Und dann ist es wichtig, dass wir jetzt während der Pause noch den Truck hier raufsetzen, ne? Damit er die jetzt hier macht, dann haben wir das hoffentlich sinnvoll ausgenutzt. Ich glaube, ich habe das Spiel verstanden. Bin mir aber nicht sicher. Und dann sollten wir halt die noch tauschen. Weil das uns keinen Sinn macht, ne? So, Little Rock nach Memphis. Memphis dann von Leer nach Miami. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht kaputt gemacht. Ja, vielleicht finden wir ja was von Little Rock nach... Da unten nach... Ja, von Memphis nach Miami später. Ist so mein Plan. Eigentlich. Werden wir jetzt nicht hier ewig rumhängen. Also wir sehen halt auch in den Aufträgen, wie lange der fährt. Und der längste ist im Bereich von 1 Tag 14 Stunden. Heißt also eigentlich... Achso, ja, er macht halt auch nichts, wenn man das nicht freigibt, ne? Also er fährt 1 Tag und 14 Stunden. Das heißt, diese 9 Tage sind hoffentlich in einem Rahmen, der machbar ist. Also 3... Ach, da oben in Memphis. Ja, das ist halt scheiße, aber dann macht das halt. Also ein bisschen weit weg, wollte ich damit sagen. Vor allem diese 2 Stunden Ladezeit, du. Ja, die sollten das aber gefälligst tatsächlich ein bisschen näher daran packen, aber gut. Jetzt haben wir tatsächlich unseren ersten gescheiten Fahrplanauftrag. Und, ja, ich hoffe mal, das ist der, der durch die Lappen geht, weil das halt echt gut Kohle war. Abbruchskosten stehen da unten 2, aber erst 9 Tage nach Ende der Frist. Das heißt, da haben wir echt Zeit. So, jetzt fahren wir von... Also mal ganz kurz. Jetzt ist der eine Truck hier von Little Rock nach Memphis. Ja, das war mein Ziel. Okay, mach das mal. Ne? Und in der Zeit gucke ich mal, ob wir von Memphis was nach Miami haben. Nope, haben wir nicht. Irgendwo in die Nähe... Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen besseren Ruf während der Zeit. Also bis nach Miami, vielleicht nach New Orleans oder so von Memphis. Nee. Charlotte ist auch nicht auf dem Weg. Nee, tatsächlich nicht. Dann haben wir vielleicht von New Orleans aus was nach darunter. Nach Charlotte. Nach Memphis, Miami. Das sollten wir dann mit annehmen, ne? Diese eine Fahrt, die nehmen wir mit. New Orleans nach Miami. Da haben wir nicht ganz so viel Leerfahrt drin. Achso, das kann ich nicht. Okay. Also, lass uns mal rekapitulieren. Little Rock nach Memphis. Dann nach New Orleans leer. New Orleans nach Miami. Miami nach Little Rock. Jo. Cheffe unterzeichnet. Könnte aber eng werden. Auch mit dem da, aber... Boah, man kann ja auch nicht alles haben, ne? Ich hoffe, du beeilst dich einfach ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir in der Zeit hier nicht den... Sehen wir das mit der Wartung? Da, Wartung fällig. Ja, das haben wir noch ein bisschen. Also man kann anscheinend in Werkstätten... Kostet wahrscheinlich Kohle. Aber man kann dann auch wahrscheinlich bei sich zu Hause machen, was dann ein bisschen sinnvoller ist. So.
Guck mal, ne? Memphis Handelszentrum. Sonst sollte er ja eigentlich gleich zurückfahren können. Warte mal, von Memphis nach New Orleans nix. Ahaha. Ja, die müssen wir halt schon mitnehmen, ne? Also da kann ich jetzt nichts machen. Dann wird der halt ein bisschen knapp. Aber so haben wir immer Fahrten. So. Pause drin lassen und den jetzt halt wieder auf den ersten schieben. Sonst haben wir da ein Problem. So. Und unser erstes Multi-Auftragsgedöns-Dings. Super. Der wird leider eng. Schade. Aber das ist jetzt halt so. Dafür haben wir keine Leerfahrt drin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was sinnvoller ist. Lieber die Aufträge gescheit oder... Ach, keine Ahnung. Wie lange fährt denn der da jetzt? 13 Stunden. Guck mal. Das ist doch in Ordnung, du. Ja, weit ist das doch nicht. So, und dann nach New Orleans und dann da runter. Boah. Und dann den halt da hoch und dann packt er den auch tatsächlich pünktlich. Und jetzt seht ihr so langsam die Grundstruktur in diesem Spiel. Also was man da so macht den ganzen Tag über. In New Orleans haben wir schon ganz schön gut Ruf, ne? In den guten Ruf, wie in Project Cars. Haha. Nur die Frage ist, wann bricht er den ab? 2 Tage nach Frustende. Das ist Frust, gell? Ja, Tatsache. Da müsste man sich vielleicht zukünftig ein bisschen besser drum kümmern, aber... Ja, who cares? Fegt doch eh keiner. Aha, fegen, kehren, I don't care. Ist ja witzig. Ich hoffe, weil er ist jetzt hier, genau, ist jetzt auf dem und müsste den ja eigentlich gleich laden. Also auch gleich wieder laden. Also beladen, meine ich damit. So, jetzt, dann sind wir im Prinzip in Little Rock. Haben da hoffentlich ein bisschen besseres Image und dann können wir von da aus weitermachen. Ist so meine Plan. Also ich vermute mal, dass wir dafür jetzt gleich eine Rüge bekommen. Dann haben wir die aber auch mal im Let's Play gesehen. Jetzt stehen wir 4 Stunden darum. Überlegt euch das mal. Guck mal, aber die Fahrt, die geben wir uns jetzt mal. So. Wir doch dann gleich die Verspätung mit drin haben. Ach, man kann doch das HUD ausblenden. Danke. Finde ich echt gut. Also, finde ich tatsächlich gut. Also, auf den Screenshots bekommt man das nie hin. Ist trotzdem schick. Unity Engine, ne? So, und schwupps geht's auf die Autobahn, ne? Dann werden wir das mal machen. Ich trinke mal lieber ganz kurz einen Schluck und warte auf die Rüge des Spiels. Wegen des Auftrages, ne? Und dann können wir uns irgendwann mal auch einen neuen Truck kaufen oder sowas. Dann bekommen wir das ja auch mal. So, jetzt müssen wir doch den einen oder anderen... Guck mal. Haben wir ja gut Gewinn gemacht hier mit dem ganzen Mist hier. So, ja, die Fracht... Ach nee, guck mal, die hat 2 Tage noch. 51? Hä, ich raff das gerade nicht. Flotte auch nicht. Wo ist denn das alles? Ich gehe mal aus dieser Truck-Sicht raus da. So. Also. Genau. Ach, die ist verspätet. Hm. Frage ist, wie viel Geld wir denn dafür bekommen. Lass mal hier... Ah ja, okay. Ja, ich hab's verstanden. Das war jetzt nicht so sinnvoll, aber die Frage ist natürlich, ob das jetzt, wie das unserem Ruf, also was da jetzt passiert, wenn wir das so machen. Interessiert mich jetzt tatsächlich mal. Also was dann das Spiel dazu sagt, ob das jetzt trotzdem was Gutes war oder ob das nicht gut war. Hm. Sehe ich immer die Historie meiner Zahlung? Oh. Also wir sinken dann tatsächlich, also sowas wäre zum Beispiel, war jetzt ein schlechter Move. Habe ich jetzt verstanden? Weiß ich jetzt Bescheid. Ja, in Miami sind wir uns auch nicht mehr so angesehen. Ach, shit. Ja, so ist es jetzt halt. Da kann ich nichts machen. So, im Idealfall haben wir natürlich dann ganz lange Aufträge und sowas. Wir sind jetzt auch voll weit weg von unserem eigentlichen Standpunkt aus. Da oben, Augusta. Aber, boah, ne? Jetzt können wir mal gucken. Wir hätten ja Little Rock. Dallas, also kurze will ich eigentlich exakt nicht mehr machen. Indianapolis, ne, da will ich nicht hin. Wobei, da könnte man da oben noch so ein bisschen eine Lücke schließen, gell? Ähm.
Das reicht auch mit den 3 Tagen tatsächlich. Machen wir hier... Lass mal fahren. Es reicht auch tatsächlich mit den... Ja, das reicht. Also ich möchte aber auch dann tatsächlich jetzt ganz gerne das ein bisschen ausbauen. Also dass wir auch nicht nur die Aufträge abschließen, sondern dass wir auch tatsächlich bei den Leuten einen guten Ruf haben. Weil sonst ist doof. Ach, es sind nur noch 2 Tage. Ach, das wird wieder eng. So ein Mist. Er fährt es aber schon, gell? Wo ist denn der Truck hier? Kann ich ihn immer auswählen? Oh, das wird eng nur mit den 2 Tagen. Das wird eng. Ja, ich darf die echt nicht so früh auswählen, gell? Aber ich glaube, so längere, gescheitere Aufträge bekommt man auch tatsächlich erst, wenn das Kundenniveau so ein bisschen... Also wenn man dann tatsächlich so ein seriöser Kunde ist. Also ein seriöser Lieferant. Ja, das wird wieder nix. Ach, so ein Schei... Also... Mann. Ich darf das halt einfach nicht so früh machen. Weißt du, in Little Rock bin ich eigentlich voll angesehen. Was, verspätet erfüllt? Warum? Ja, der ist jetzt verspätet. Ach, Mann. Hat zumindest aber die Stadt freigeschaltet. Ja, gut. Also, es geht langsam wieder ein bisschen Bach runter, sobald das komplexer wird und ich ein bisschen versuche, das für Schusch zu machen, läuft es nicht mehr. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Mist. Ja. Ja, Minusgeld, ne? Aber auf jeden Fall kann man jetzt hier trotzdem Aufträge machen. So, Charlotte, die wollten wir immer haben. Aber ich weiß nicht, nach Charlotte. Chicago, was sind 2 Fahrten? 3 Fahrten nach Chicago, Detroit. Indianapolis nach Indianapolis. Ja, komm, lass mal wieder ein bisschen ein auf. Lass mal hier ein bisschen ein auf Niveau-Penner machen. Also auf hier Dings, ja, dass wir hier Dings kriegen. Ach nee, warte mal. Ach, Mann, 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 Mann. Stopp, stopp, stopp. Dich da drauf. So. Dass wir hier ein bisschen Ansehen kriegen, weil wegen nicht gut sonst. Wir fahren jetzt halt von da nach da. Heißt aber auch, dass wir tatsächlich gar nicht so viel Sprit verbrauchen. Was eigentlich eine ganz gute Sache ist. Sondern wir stehen da einfach bloß blöd rum, ne? Deswegen bekommen wir hier aber ein bisschen Niveau, ein bisschen Level. Und das ist jetzt auch prinzipiell nichts Schlechtes, ne? Ja, Paul ist nach Charlotte. Die waren alle nach Charlotte, gell? Detroit. Aber Detroit liegt halt so außerhalb. Detroit möchte ich eigentlich nicht. Ja, die 4 Aufträge mache ich nicht. Nach Pittsburgh. Eine Fahrt, die könnte man dann ja anschließend machen. Oder wir bekommen eben bei unserem Autozulieferer hier ein bisschen Ansehen, dann machen wir das da. Aber ansonsten will ich das echt ganz gerne für die nächste Folge verschieben. Okay. Apropos verschieben, dafür müsste man auch erstmal irgendwie was anhaben oder so. So ein. Ach, ich bin gut. Dafür müsste man hier erstmal das Ding da anhaben, die Pause. Weg. So, das Ansehen bekommen wir erst später leider. Schade. Boah, dieses 2 Stunden Laden. Jetzt fährt er die 3 Meter da leer, aber da kann ich auch nichts machen. Ja. Also das war jetzt gegen Ende, haben wir natürlich die Ausgaben echt in die Höhe getrieben, weil wir nicht so viel bekommen haben für die Aufträge. Aber so ist es Leben, ne? Dafür haben wir jetzt hier vielleicht einen guten Ruf. Achso, langsam, langsam, langsam. Pause. Genau. Warum verspätet? Ja, ich bin einfach immer zu spät. Ich sehe es ein. So, dann lass nochmal öffnen hier. Und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir da ja von den Autos aus was Neues. Nein, haben wir tatsächlich nicht. Okay. Dann geht es in die nächste Folge vielleicht nach Charlotte, Chicago. Lass das mal kurz auf der großen Karte machen. Was habe ich gedrückt? Ich habe den Shop geklickt. Ach so. Naja, das können wir ja dann... Ich möchte eigentlich raus aus dem Shop. So. Das können wir später mal machen. Ich möchte ganz kurz gucken, von hier aus halt nach irgendwo sinnvoll hin. Chicago ist doof. I don't like Chicago.
Eine Fahrt nach Pittsburgh, das wollten wir machen, genau. Aber, und von Pittsburgh aus, gibt es da was Sinnvolles? Pittsburgh, Detroit, Detroit finde ich aber auch nicht gut. Ein nach Detroit, die wollen alle nach Detroit. Weißt du, wenn du dann wieder nach Detroit fährst, dann denken die wieder so, nö. Washington. Sie wäre der Zurückkehr sinnvoller, gell? Dann lass hier mal so ein bisschen Level aufbauen. Wie lange fährt er denn? 10 Stunden jeweils. Heißt, das müsste mit den 2 Tagen auch passen. So. Ist aber, denke ich, würde ich sagen, eine Sache für... Nein, aus. Da drauf. So, ist aber, denke ich, eine Sache für die nächste Folge. Dann gehen wir in den Shop. Und gucken, dass wir vielleicht 2 Sachen gemanagt kriegen, wovor ich jetzt schon ein bisschen Angst habe. Wird nicht funktionieren. Ich sehe auch unseren Truck gerade nicht, aber... Pff. So ist es Leben, ne? Macht es auf jeden Fall gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.